Option, nachdem ihr jetzt die Billig-Variante einer Kürbissuppe gesehen habt, also eine Suppe, die richtig, richtig einfach geht, zeige ich euch nun eine, die so ein bisschen mehr Pfiff hat. Das unterscheidet sich schon mal an der Kürbissorte. Wir haben hier einen Patisson-Kürbis, der schaut aus wie ein UFO. Die gibt es auch in klein als Zierkürbis. Ja, so ein Exemplar brauchen wir. Dann brauchen wir 4 Möhren, eine große Kartoffel oder mehrere kleine, dann etwas Ingwer, einen halben Liter Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer, Muskat, ja, frische Muskat ist besser, natürlich, und eine Knoblauchzehe. Und natürlich machen wir das gleich wie eigentlich bei jeder Suppe. Wir schneiden erstmal den Kürbis klein. So, dann haben wir hier den Kürbis, der hier einmal in den Topf kommt. Und die Möhren. Das Ganze gieße ich jetzt mit der Gemüsebrühe auf. Schalte den Herd ein und bringe dann das Ganze erstmal zum Kochen. Und Deckel drauf. Die Suppe brodelt hier fleißig vor sich hin. Jetzt könnt ihr schon mal die Knoblauchzehe hier mit reinwerfen. Dann können wir den Ingwer jetzt ein bisschen reiben. Also einfach so viel wie ihr mögt. Ich selber stehe total auf Ingwer und reibe mir da auch richtig viel rein. Dann Muskat, natürlich lieber frischen. Und dann würde ich sagen, geben wir doch den Deckel einfach mal wieder drauf und kochen das Ganze gar weich. So, da ist sie, unsere Suppe, sie ist soweit fertig, das Gemüse ist richtig schön weich, aber ich finde, die Suppe schaut noch gar nicht schön aus und da helfe ich jetzt mal mit dem Pürierstab nach. So ihr Lieben, die Suppe ist lecker und die ist so perfekt geworden, ohne Witz. So schmeckt für mich eine wunderbar perfekte. Wem sie noch zu dickflüssig ist, der kann natürlich noch ein bisschen Wasser nachgeben oder Gemüsebrühe. Aber ich finde die Suppe, die ist sowas von perfekt geworden. Sie ist sämig, sie ist richtig dickflüssig, sie hat Geschmack, sie hat Würze, sie hat Pep. Und ja, das ist dann eben, so viel aufwendiger ist sie auch nicht, aber sie hat eben doch Pfiff. Und die lasse ich mir jetzt schmecken. Ich garniere das noch ein bisschen mit Basilikum. Ich stehe einfach drauf. Ihr könnt natürlich auch einfach Gewürze ranmachen. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bye! Habe ich eigentlich erwähnt, dass diese Suppe unfassbar lecker ist? Ist wirklich der Hammer. Also ich habe gerade nochmal abgeschmeckt. Die ist wirklich der absolute Hammer. Also schon allein durch den Ingwer. Also ihr solltet die auf jeden Fall nachmachen. Lasst es euch gut schmecken. Jetzt sage ich aber wirklich tschüss. Bye!